Hallo und herzlich willkommen zurück bei Famers Live. Heute werden wir folgende Dinge tun. Aber bevor wir irgendwas anfangen, möchte ich gerne mit euch einen Kommentar drauf eingehen. Bevor wir anfangen, einen Moment, es lädt noch. Gut, wir haben erstmal momentan Winter und Kasimir hat keine Lust mehr zu bauen. Warum auch immer. Ja, ich habe hier noch ein paar Bretter zum Verbauen. Ne? Hier kommt nämlich das Gehege für die Kühe hin. Das ist alles schön und gut, aber das mache ich erstmal später. Denn wir werden erstmal ein paar Dinge kaufen gehen. Aber vorher gehe ich erstmal mit euch in den Kommentar ein, den ich hier einblende und für euch vorlese und erkläre ein bisschen. So, danke an Fabian Benedikt. Steine mit der Schaufel wird weggemacht, ne? Ist klar. Okay, vielen Dank dafür. Auch Baumstümpfe, das wusste ich schon, ja. Und verrottete Bäume, okay. So, Drahtspulen kann man auf dem Markt kaufen. Hier steht es ja mit den Grasbündel. Huch. Für den Gras. Dass man daraus Bündel machen kann. Und vielleicht aus LPG noch einen Anhänger kaufen. Und das Traktor leider kaputt geht. Finde ich ein bisschen schade. Okay, gut, dafür habe ich natürlich mich bedankt, ne, für die schnelle Antwort und Tipps. Dass die Fahrzeuge kaputt gehen kann, finde ich ein bisschen schade. Aber was hält schon ewig, ne? Ist ganz normal, finde ich. Reparieren können wir ja, das ist kein Problem. Und leider ist es schon abends und ich sollte mal im Spiel ins Bett gehen. Ups, deswegen hat Kasimir auch keinen Bock mehr. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Erstmal Kasimir hier beruhigen. Hier, ne, Tee geben. Tür zu. Ein bisschen Ofen anschmeißen. Ein bisschen Holz haben wir ja. Eine Stunde Ofen reicht völlig aus. Und dann legen wir uns hin bis zum nächsten Spieltag. 12 Stunden Schlafzeit. Okay. So, die Folge werde ich nochmal kurz anmerken. Aufnahmezeit ist 20 Minuten Standard. Ich versuche mich dran zu halten. Und kaufen wir erstmal mit dem Traktor. Warte mal, ist es immer noch dunkel? Ja, das ist immer noch dunkel. Neue Verträge bei SAF. SAF? Was heißt SAF? Okay. ich glaube, ich frage zu viel. So, lege Vorräte an, besorge Brennholz, modernen Hof. Ja, montiere Lampen und Anschlüsse in der Küche. Würde ich gerne tun, aber ja, okay, laut Aufgaben mache ich das auch gleich. Wir legen uns noch mal ein bisschen hin, ich habe noch was vergessen zu kaufen. Oh, ja, doof. Egal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben Zeit. Keine Zeit drängt. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Tracker. Erstmal hier ein Ei futtern. Ja, ich nehme den Tracker wieder. Halt, Benzin. Benzin! Ich kann nicht ohne Benzin losfahren. Das geht nicht. Wo ist Benzin? Hier. Hier ist Benzin. Okay, wir nehmen mal einmal einen Fünfer mit. Bevor, ja, alle ist. Benzin haben wir ja immer meist gefunden. Mein Gott, Kasimir, du nervst aber auch mit deinen. Ja, okay, die Tiere muss ich mir auch noch drum kümmern. Bla bla bla. Alles zu seiner Zeit. So, wir fahren LPG.
Ja, danke. So, wir sind jetzt bei LPG angekommen. Halt, wir müssen noch umdrehen. Okay. Hä? Ah, jetzt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. So. Ah, so funktioniert das. F und R. Okay. So. Mein Gott, der futtert aber auch. So, einmal Tank rein und dann ist schick. So, dann holen wir mal. Ich muss noch mal reinschauen, sorry. Einen Anhänger. Die Asche ist im Ofen. Ja, okay, gut. Einen Anhänger und ein Mäher möchte ich gerne. Warte mal, Anhänger ist das hier. 2-1. Das ist Miststreuer, okay. Mehr als das hier ist nicht. Alles klar. Anhänger. Und ich würde gerne auch ein Mäher kaufen. So, Dankeschön. Und wir. Ach du meine Güte. Hä? Ist doch ein toller Mäher. Hä? Okay. Mähwerk nach unten. Verstehe ich nicht. Oh, okay. Ah, der Anhänger. Boah, nice. Gefällt mir. Richtig gut. Kurz mal absteigen. Wie geht das? Einen nicht benutzen. Ich will Spanner ein. Okay, hat er. Boah, geil. Damit fahre ich erstmal nach Hause. Wie geil ist das denn? So. Erstmal nach Hause fahren. Hui. Das kann hier nicht rein. Ja. Platz hier, hier komme ich. Mi, mi. Wie geil ist das denn? Wir haben einen großen Anhänger. Hui. Mit einer Schaufel, hat er gesagt. Mit einer Schaufel. Alter, macht der Krach. Okay, meinen Anhänger abkoppeln. Lösen. So. Und dann damit hier wieder zurück nach LPG. Das nächste Gefährt holen. Ah, da. Also ist sehr gewöhnungsbedürftig, die Steuerung, ja. Aber passt. Das ist gut. Also ist ganz schön langsam, ne? Oh, ich habe Kraftstoff vergessen zu kaufen. Oh, oh. Wenn ich mal nicht irgendwo stehen bleibe. Ach so, er hat auch Kraftstoff, ne? Nein. Nochmal rein. Damit soll's gehen? Warte. Spanne ein. Oh, das geht sogar. Hä? Kann ich da kurz mal nach unten? Ach so. Ach so funktioniert das. Aber für den Preis ist es dann schon teuer. So, ich will mal ein bisschen Kraftstoff kaufen. Wie teuer ist denn dein Kraftstoff? Oh, das geht sogar. Das geht. Wir nehmen erstmal 10 Stück. So, mal ein bisschen auftanken. Ich sehe nicht mal die Abnutzung. Egal. Auf jeden Fall nice. Das ist schön. Besser als mit einem Pferd, weil Pferd ist so schwierig. So. Sehr gut.
Super, super, super. Jetzt können wir das hier lösen. Gut. Jetzt haben wir jetzt zwei Werkzeuge. Eins für den Gras und das andere zum Transportieren. Das ist gut. Damit macht man richtig fett Grasgeld. Ich freue mich schon drauf, wenn es soweit ist. Na, ihr bestimmt auch. Das ist super. Erstmal Vorbereitung für nach Winterzeit. Ne? Ist gar kein Problem. Jetzt Kasimir trinken. Und sorry für die Aussprache. Ihr mögt das ja nicht, wenn ich ein bisschen lustig bin, ne? Also hier lustige Sachen erzähle. Ist das jetzt gelöst? Ja, das ist gelöst. Gut. Ach nein, bitte kein Song. Kein Song über... Sag mal, Hühner! Wie kommt ihr aus das Gehege raus? Hä? Nee, oder? Passen die da unter durch? Passen die hier unter durch? Oder backen die sich durch? Och nö. Das ist ja richtig gaga. Wozu habe ich denn das gemacht? Hier bleiben. Nein. Ah. Mach die Leiter nicht kaputt. Bleib hier. Ah. Ah. Bleib stehen. Bleib stehen. Okay. Geht nicht. Die sind zu schnell. Verdammt. Na toll. Wozu habe ich das Gehege überhaupt gebaut? Wenn sie durchflutschen. Ja, super. Jetzt habe ich über... Oder warte mal. Oder habe ich mehr als ich... Oder die sind noch alle drinne und das sind gerade die Kinder. Von denen hier drinne. Ich bin mir ja nicht sicher. Okay, wir machen jetzt hier den alltäglichen Alltag, ne? Wir haben Anhänger und das andere Gedöns, ne? Ist, denke ich mal, okay. So. Ah, ich kann mir schon denken, warum die hier draußen sind. Das sind bestimmt die Kinder von denen da drin. Dass sie deswegen draußen sind. Hallo. 2, 4, 6, 7. Vielleicht sind sie doch von hier. 8. Ich glaube, sie sind doch von hier. Okay. Naja. Naja. Kann ich auch nichts machen. Hühner sind Hühner. Also solange nur die Hühner sind, ne, die da durchbrechen, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben Eier. Hauptsache, wir haben Eier. ist da noch was drinne? Sieht so leer aus. Ich nehme mal und stell das mal hier rein. Ja, das sieht sehr leer aus. Ja, wir brauchen schon wieder Futter. Okay, gar kein Problem. Wir gehen jetzt mal zu Fuß los. Wir haben noch 12.700, gar kein Problem. Für Tiere reicht das auch noch. Eier. Die Eier kann ich hier verkaufen. Lergen. Ja, Dankeschön. Dankeschön fürs Geld. Suppi. So, mein Gott. Auch wenn ich sprinte, ist der Jan schon langsam. So, ich brauche mal einmal Futter von dir. Wie viel kann ich denn von dir jetzt 50 tragen? Ja, 30. Toll. Mann, so viel kann ich nicht tragen. So viel kann ich überhaupt nicht tragen. So, wir sind bei auswärts 20. Das geht noch. Gut. Jetzt mal hier 1 immer. Geht auch noch. Mal 2. Okay. 1. Und nochmal 2. Und nochmal 2. Und nochmal 2. Echt jetzt? Bis auf einen Sack kann ich... Ja, wow. Ich lasse den einen Sack hier stehen. Genau. So, dass ich zurückreisen kann. Hm. Ich hätte doch den großen Transport nehmen sollten. Ah ja.
Oder den kleinen Fahrradtransport. Hätte auch gereicht. Oh. Ja. Aber kann man das hier irgendwie öffnen, um Transport hier reinzumachen? Öffnen. Sag mal. Oh. Ja, wie geil ist das denn? Aber wie komme ich da hoch? Die kann man auch öffnen. Aber, hä? Wie soll man... Ich muss mal was ausprobieren. Ach so, kommt man ran. Okay, gut. Sollte mal einer wissen. Aber hey, cool. Cooler Transport. Aber, reicht, wenn man eine Seite öffnet, ne? Die eine Seite kann man ja schließen. Obwohl, wenn man auf beiden Seiten ran will, muss man schon beide Seiten öffnen. Okay. Fahrrad, du bist umgeworfen. Du bist umgekippt. Verdammt. Du bist umgeworfen. Ach Mensch, Kuh. Dir geht's aber auch nicht mehr gut. Ich komme gleich zu dir. Erstmal hier kurz rein. Dann wieder schließen. Ja, wie auch immer diese Hühner hier rauskommen. Ich vermute mal, das liegt am... Ja. An das, was ich denke. So, man kann ja auch ne, Körner hier so draußen hinschmeißen, wie man es möchte. So, dann hat man es im Sack. Also, im Sack in dem Sinne von da. Gut. Mein Gott. Kasimir, du machst es mir auch nicht leicht, ne? Du musst immer wieder stöhnen, obwohl ich dich auf Ignor habe. Mein Gott, ich brauche Lampen. Sorry, ich muss mal noch schnell eine Lampe kaufen. Ich brauche in der Bude noch eine Lampe. Nein, jetzt nicht. Schaufel hat da noch gesagt. Warte mal, erstmal die Lampe, ist ganz wichtig. So, Schaufel. Ja, dann kaufen wir die mal. Und Ketten? Nee, Fäden, Schnurspule, genau. Kaufe ich schon mal im Vorrat, oder? Stecken die sich? Nee, die stecken sich ja nicht. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Mit so viel kaufen, meine ich. Okay, komm, kämpfen wir. Los, zeig, was du kannst. Ja. So, ist fein. Jetzt, komm. Nice. Au, au. Ah, sag mal. Also, Schluss hier. Fall um. Du hast genug gehauen. Okay, da haben wir wieder Wodka, Bier und Krimskram. Huch, sorry. Mag er Wodka? Ey, hör mal auf, an dein Ding da zu kratzen. Das ist ja ekelhaft. Jo, bitteschön. Dankeschön. So, Bier und Brot verkaufe ich. Ich brauche kein Bier, brauche kein Brot. So, Dankeschön. Machen Sie es gut. Denn ich gehe jetzt nach Hause. Mache mich auf den Weg. Mein Gott, der hat es aber auch nicht leicht. So, zumindest haben wir schon mal das erledigt. Wir haben die Grundausrüstung für Gras. Mähen und ne, Transportkram. Fahrrad hätte ich auch. Na, ich stelle den Fahrrad wieder. Ich hänge den Fahrrad mal wieder an. Huch. Okay, jede Steuerung ist ein bisschen anders und gewöhnungsbedürftig. Ich sehe schon. So. Spannen. Okay, gut. Hat er gespannt. Super. Auf jeden Fall, wenn Winter vorbei ist, kann ich dann wieder Gras mähen. Dann kriegen wir schon wieder ganz gut Geld. Aber ich frage mich, wie die Reparatur ist. Wie repariert man dann die Sachen? Hier zum Beispiel den Mäher. Muss ich da selber mit einer Zange ran oder wie ist das? Ich spanne den schon mal an der Dings hier an. Ne? Ist schon dran. Gut. Und werde schon mal... hallo? Warte mal. Na, da war's doch. Runternehmen. So. Wenn Gras da ist, dass ich schon mal damit machen kann. Wenn es soweit ist.
Ansonsten würde ich gerne mit euch diesen Gehege hier weiterbauen. Für die Kühe. Für die Kühe. Achso, und die Spule muss ich hier auch noch ablegen. Achso, die kann ich nicht einfach so... Ah, verdammt. Gut. Dann muss ich das anders machen. Wir haben hier keine Kiste. Das hier wollte ich sowieso abreißen, aber nicht jetzt. Ich brauche nämlich noch... ich brauche nämlich das hier und das hier. Mein Gott, hör doch mal auf, Spiel. Mich zu ärgern. Wir werden erstmal eine Scheune für die Kuh bauen. Eine Scheune. So. Eine einzige Scheune erstmal. Oder soll ich gleich zwei machen? Oder drei? Ach komm, wir machen den Dreierbox. Wir machen den Dreiergang. Wir machen den Dreiergang. Yes. Dreiergang. Nice. Gut. Da haben wir ein bisschen Holz investiert. So. Das ist gut. Die Kuh kommt in die Mitte. Und dann kommt hier der Bulle. Und dann können sie hier draußen, ihr wisst schon, tun. Dinge tun halt, ne? Gut, die Folge ist nämlich schon bei 20 Minuten. Und wir werden dann nächste Folge hier weitermachen. Das Gehege für die Kühe. Dann kriegen wir Milch und dann ist schick. Und zwar 6 Milch. Ein bisschen mehr als sonst vorher. So. Ich werde noch... Ach, das mache ich offscreen, ne? Warte mal, erstmal hier noch ausprobieren mit der Schippe. Das muss ich probieren, sorry. Wegen die Steine hier. Die sind mir hier voll im Weg. Und das hier auch, Baumstumpfen. Na toll, nicht mal geklickt, gedrückt halten kann man die. Interessantos Polantos. Oh. Ich kann meine Hacke hier nicht benutzen. Was für eine Hacke? Du hast eine Schippe. Oh, geil. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nice. Ich kann Tabak anpflanzen. Mehr als genug. Warte mal. Was habe ich da? Warum bin ich jetzt so schwer? Ach nee, das ist seine... Oh, das ist sein Status. Oh mein Gott, sein Status ist total negativ. Kasimir, was machst du? Was soll das alles? Ja, ich weiß es auch nicht. Okay, ich könnte natürlich diese paar Monate überspringen, wenn ich das möchte. So, ich möchte hier noch ein Lämpchen haben. Wo am besten geht das hier auch drauf? Oder am besten auf dem Boden oder hier bei den Spiegel? Mal gucken, wie geht das hier? Ja, es leuchtet genauso gut. Nice. Sehr gut. Nur noch hier ein Lämpchen rein und dann leuchtet alles. Kostenlos. Hätte ich verkaufen können. Gut, Granaten und so ein Kram werden wir dann später verkaufen. Hier haben wir noch ein bisschen das und ein bisschen dies und ein bisschen jenes. Ja. Alles und alles und jenes. Super. Okay, das war's dann erstmal für diese Folge. Nächste Folge fangen wir dann an, unseren Kuhgehege weiterzubauen. Ne? Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Farmers Live auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Farmers Live. Ciao mit V. Tschüss.